Hallihallö und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren heiteren Runde fehlgeschlagene Experimente, die irgendwie weggeschmissen und dann vergessen wurden, kloppen. Also herzlich willkommen zurück zu Threes Kapitel der DLC-Mission von Drakengard 3 und zum Teleport A Tale to Be Told natürlich. Tja, wir haben drei Arenen jetzt schon irgendwie durchgeknüppelt. Eine fehlt dann dementsprechend noch und dann natürlich wieder das obligatorische auf Level 10 gegrindet und Memoiren gelese. Auf letzteres setze ich jetzt momentan noch ein bisschen meine Hoffnung, ansonsten bin ich marginal unterwältigt. Das Moveset von 3 ist okay-ish, aber fühlt sich jetzt auch nicht ganz so gut an. Mal gucken, im schlimmsten Falle werde ich vermutlich von Vers 1 einfach dann zum Grinden irgendwie X-Varianten rausziehen, weil die Imps waren mir doch ein bisschen arg nervig. Bossfight gerade eben fand ich jetzt auch nicht genial, einfach weil, über die Drachenmission, aber da werde ich sicherlich zu späterem Zeitpunkt nochmal was sagen. Kann man vielleicht ein bisschen streiten, zumindest wenn es um diese Bosskampfsituation mit, ich fetze auf dem Drachen umher und ja, schieße entweder völlig ineffektive Feuerbälle oder ja, mache halt, Sturmangriff, Sturmangriff, Sturmangriff. Naja. Genug gemeckert, vielleicht überrascht uns ja Vers 4 jetzt. Und selbst wenn nicht, dann setzen wir einfach mal auf die Memoiren. Alright. Hab ich schon. Nee. Genau. Schöne Tränke kaufen und dann geht's ab, die Luzi. Vers 4 am Start. Hey, kleine Bobbelköppe sind wieder da. Na da. Octa, where were you? Me? Oh, just on a little errand. Well, if you want me to be perfectly honest, I was off enjoying myself in the deep forest. Aber natürlich war er das. Ah. I apologize for the delay. However, I reached my fever state a record 592 times. Cool. You counted. Ist das jetzt wirklich überraschend? Ich meine, 3, man hängt so schon eine Weile mit dem Typen ab, oder? Keeping one's memory sharp is what helps maintain youth after all. Seufz. Had you been watching my lady, I likely could have muddied the path an additional 399 times. I don't even want to think about it. Lady 3? Yes? A good hobby can add spice to anyone's life. However, if they aren't careful, it can also consume their life. Have you ever thought that perhaps you might spend a bit too much time on your doll-making activities? Oh ja, da weiß ich ganz genau, was du damit meinst. It's fun. And I have lots of things I want to research. Of course, my lady. I know how seriously you treat your work, both in the laboratory and between the sheets. And that, you see, is why I can't help but worry. So, what say you set aside your crafts for a spell while we focus on removing a few stubborn clogs from the drain? No. Okay, not gonna lie hier, ich hatte es ja schon mal gesagt, schon beim ersten Mal Anspielen von Drakengard 3 hatte ich mit Octa so meine Probleme. I get the joke. Ich verstehe auch die Idee dahinter, hatte ich ja schon mal gesagt, die ganze Geschichte mit, ich baue mir quasi einen Harem aus Typen und halt den weirden alten Mann mit dem gesunden Sexualappetit. I get it. Aber es wird nicht frischer, sagen wir es mal so. My poor loins. I fear they may never be brought to a rolling boil again. Ja, gerade weil Octa einfach weitestgehend so ein Single-Issue-Voter ist. So. Er ist eine zweibeinige Ein-Themen-Partei. Nicht ganz, aber näherungsweise. Er macht auch ein bisschen was zur Digitalisierung. One doesn't understand me. She's like a moon sinking slowly into a sea of blackness. Hashtag deep. Did something happen? One told me to dispatch the children I've been keeping in the land of seas.
Ah, so that's where your next set of failed experiments are hiding, Not failed. Gifted. They are gifted children. I don't want to break them. But if we let them live, my lady, who knows what would happen? I know. It's just... My poor lady, I think what you need is a quick game of hide the schnitzel in the moist. Könntest du aufhören, Sex als versteck das Schnitzel in der Feuchtigkeit? Why am I even bothering? No. Danke, Three. Gib gleich mal 5 Sympathiepunkte oben drauf. Da kannst du irre sein, wie du willst, aber... Dieses Nein war notwendig. I don't want to go to the land of seas. I don't want to destroy my children. I know how you feel, my lady, but we must see this through to the end. It would be most unwise for us to begin questioning Lady One's orders, would it not? Wenn ich verzweifelt auf der Suche wäre nach neuen Informationen, dann kriegen wir hier jetzt gerade mal eine Bestätigung von etwas, was wir uns vermutlich hätten ableiten können. Also in dieser ganzen Intona-Geschichte hat One als älteste Schwester offenkundig nicht nur so intern die Hosen an, sondern ja, sie gibt halt Befehle. Ne? Und in Lady Three's Fall Befehle, die eigentlich gar nicht befolgen möchte. Sie soll einige Experimente im Land der Seen oder der Meere oder Ozeane, wie auch immer, beseitigen, die sie aber gar nicht für fehlgeschlagen hält, sondern für begabt. How frustrating. Ja, und sie ist frustriert. Now, now, don't be so gloomy. I shall engrave your wondrous masterpieces forever in my heart. Really? What color are the fireworks of hope? Why the strange riddles, my lady? Make sure you really do look closely and engrave them in your heart. Never forget it. That's our iridescent promise. Jo. Wollen wir mal schauen, ob ich sie mir auch ganz fest einprägen werde und sie in mein Herz eingravieren werde. Entweder weil vielleicht ausnahmsweise mal neue Gegner auftauchen, also nicht nur gepallet-swappte oder kleiner oder größer gemachte. Oder vielleicht auch, weil sie mich tierisch nerven werden. Das werden wir jetzt alles sehen. Tasche her, eine neue Map. Zerstöre deine größten Meisterwerke. Ho, ho, a Colosseum, I see. Is this where you left your masterpieces, Lady Three? Yes. My masterpieces. The greatest work of my life. It's going to be stupid, right? Wird etwas sehr Dummes sein. Labyrinthisch. Okay. No, I won't. Gotcha. Ja gut, jetzt große andere Option sehe ich hier erstmal nicht. Starten wir den Quatsch wohl mal. Gigante. So this is your greatest work? These gigantes? I suppose they do have something of an elegant air? No. Oh? These are normal children. A warm-up. I beg your pardon, my lady. These old eyes have seen better days.
Of course, my third eye's still sharp as a tack. Okay, jetzt haben wir sie erstmal getrennt. Gucken wir mal. Okay. Rubelich. Jetzt wird er sauer, nicht wahr? Ja. Gott. Hui. Ja gut, bei den zwei Caballeros hier wird es da sicherlich nicht bleiben. Hier waren irgendwo noch Kisten, die hätte ich gern. War keine Schatzkiste, aber zumindest wo es wohl Leben drin sein könnte. Tag, der Herr, ich komme gleich zu Ihnen. Jawohl. Bäm. Ich hab doch geblockt. Hör doch auf jetzt. Mach keinen Quatsch hier. Ritsch, ratsch. Natürlich gibt's noch eine weitere Runde. Oder drei oder vier. Hehe. Okay, also sehe ich das richtig, diese ganze Labyrinthstruktur hier dient eigentlich nur dazu, zu nerven. Oder der einzige Grund ist, warum sie uns jetzt hier immer von A nach B schicken. Hehe. Oh shit, es gibt doch... Ah, verdammt, ich hatte gehofft, dass es keine Kisten gibt. Also, es ist natürlich gut, dass es Kisten gibt, aber es bedeutet auch, dass ich sie werde in diesem Labyrinth suchen müssen. I don't like this. Naja. Zur Not in Runde 2. Cool. These gigantes seem a bit rotten. Did you make them as well? No. Think of these children as merely spare parts. They're the junk left over from my other work, like the bones of a half-eaten fish. I must say I'm starting to feel a bit bad for them. Hmm. As you should. Also können wir an der Stelle jetzt, glaube ich, weitestgehend festhalten, auf der Alignment-Skala Chaotic Evil ist wahrscheinlich angezeigt. Für die gute Free. Ich wollte gerade sagen, ne? Okay.
There. Ratsch. Weg mit ihm. Und noch ein Urna. Haben wir gesehen, da war gleich die Kiste. Ja, die Frage ist, ob das die einzige ist. Wir prüfen sicherheitshalber. Ja, ein bisschen Base Material. Sehr schön, alle drei Kisten. Dann kann ich mir das Gesuche sparen. Die Frage ist jetzt bloß, wie kommen wir genau da zum Ziel? Hallo? I don't get this. Okay, dort kommen wir nicht durch. Hier kommen wir nicht durch. Aber hier kommen wir durch. Okay. Will nichts gesagt haben. Final Round Breach? Uha. Ihre Streitkolben sind pink. What the fuck? Something seems a tad different with these gigantes. Yes. That's because I crossed them with humans. Zur Hölle. Humans? But, my lady, that... See, look at how they talk. A regular Gigas is totally incapable of speech. But crossing them with humans was hard because human minds and bodies are such fragile things. Once you scare a human, it's no longer useful. Just the sight of blood makes them freeze up. So I had to mix and match a bit to try and get the results I was looking for. First, I had to figure out a way to stop the screaming, which took a little while. Then I had to clean up all the goo and junk, which took even longer. I had to work fast, you see, because time was pretty short. Oh, dear. But it didn't work, a simple melding of human and Gigas, I mean. Humans are far less durable than Gigantes, for one. That makes it hard to balance them out. I tried. I killed lots and lots of humans and Gigantes along the way. It was the only way. I had so many beloved soldiers I wanted to build. Lady Three. Yep. Eindeutig chaotic evil. Da kannst jetzt auch keine drei Meinungen zu geben, nicht wahr? Okay, can't see anything. Problematic. That attack only travels in a straight line. I recommend taking refuge in an alley at once. Okay. Ja. Ich wüsste halt gern, was ich gegen die Viecher machen soll.
Weißt du was? Ich glaube, es ist jetzt fast der Zeitpunkt gekommen, wo wir initial mal die Stärke-Potion ausrollen können. Und jetzt einfach mal machen. Okay, ihr seht ja, was auf dem Bildschirm abgeht, nicht wahr? Also übersehe ich jetzt gerade was? Gibt's irgendwas, womit wir das sehr leicht problemfrei lösen können? Vielleicht verstecken? Okay, das hat tatsächlich gut funktioniert. Watch your back, my lady, lest you subject yourself to a pincer attack. But my research found the answer. Human strength is governed by emotion. Your research? Yes, my research. Research to create the perfect soldier. I decided I had to cross between a sordid emotion sense. Cross? You don't mean... Of course I do. Why wait for the right emotions to come along when it's quicker to make them yourself? How many people died for this, my lady? 56. You counted? Keeping one's memory sharp is what helps maintain youth, after all. I cannot believe this. Octa, hey, Octa, guess what? Come on, Octa, ask me, ask me. I cannot, my lady. You want to know which humans have the highest durability levels? The ones who were filled with hate? So I gathered up a few nearby villagers and I... And I... Please, my lady, no more. I killed a guy right in front of them. They didn't even see it coming. Just hacked him into little bits. My lady. And then while everyone was standing around all shocked and horrified, I made him into a soldier. Right there on the spot. It was a total success. Isn't that great? Yes, yes, higher. You must go higher. You know, Octa, thinking of the right situation to amplify human hatred is so much fun. Humans get angry at the littlest things. You'd be surprised how easy it was to set them off. Like I threatened to kill the women before killing the men. That made the men so angry. They couldn't even stand it. Then I'd tell everyone I was gonna make them watch. I'd threaten to hold their eyes open with my own two hands. And then I'd grab my scissors and flash until the started flying. It was great. Oh, and blood sprays really boost the hate. Isn't this all just the best? Stop, my lady, please. I cannot take anymore. Langsam verstehe ich, warum sich Octa trotz seiner Dauergeilheit Soldiers made from hate are strong. They fight like no one else. Although they are just a little hard to control. Maybe that's why one never wanted to accept them. She never accepted these children, just like she never accepted me for giving them life. Why? Why, Octa? Isn't that cruel of her? Don't you think? How could she dismiss such beautiful, gifted children? They're the best soldiers ever. Forgive me, my lady, but I, too, simply cannot accept it. Huh? What? I can't hear you. People grow stronger when they lose something precious. So I take whatever is most precious to them. I take it and create powerful soldiers. Wow. Da brauchen wir keine großen Fragen mehr stellen, warum in drei Teufelsnamen sich Octa uns freiwillig angeschlossen hat. Und so langsam kriege ich das Gefühl, dass tatsächlich es nicht war, wie er behauptet hatte, dass das einfach an den ausbleibenden Snusu-Einlagen lag. Good riddance, 3. Die Schatten der Welt sind ein wenig weniger dunkel.
seit du weg bist. Octa. Yes, my lady. What is most precious to you? Darauf würde ich jetzt nicht antworten. The Intoner's hobby caused her to lay hands upon human beings. Once she crossed that line, nothing could stop her. The elderly man silently excused himself from the room. He chided himself for his impotence. As he mourned for his now broken Intoner. Schöner Twist am Ende. Also auch nicht wirklich ein Twist, aber der tonale Shift war schon spürbar. Bisschen Gold, bisschen White, sind 200.000. Tja, dann gibt's jetzt nur eins. Level. Auf die Memoiren bin ich auch mal gespannt. Ich würde jetzt am liebsten Sneak Peek machen, aber es macht keinen Sinn, weil wir werden jetzt gleich einen Wirbeltroll haben und dann ist sie Level 10. Ja, gut. Also machen wir mal ein Zwischenfazit. Lady Five, eine dermaßen unapologetische Hedonistin, dass sie sogar Dorfbewohner und Zivilisten foltert, nur um Informationen darüber zu bekommen, wo man ein leckeres Stück Fleisch herbekommen kann. Lady Four, weitestgehend eine Heuchlerin und ganz nebenbei Rassistin. Lady Three, in jeglicher Hinsicht besonders und, ja, offensichtlich komplett empathiebefreit, also so vollständig. Wahnsinnig und empathiebefreit und, ja. Na, dann bin ich ja dann schon mal auf Lady Two gespannt. Aber bevor wir da hingehen, wie gesagt, muss ich jetzt erstmal noch eine Level gehen, das mache ich jetzt auch. Wir sehen uns gleich wieder. Alright, haben wir sie zusammen, die Level 10, dafür gab es das Achievement Epitome of Play, Inbegriff des Spiels. Ja, da kann man ja auch auf mehrere Sachen beziehen. Einerseits natürlich auf die spielerische Art und Weise, mit der Lady 3 offensichtlich völlig unter Nichtberücksichtigung des Leides anderer Wesen und oder Menschen ihre kleinen Experimentchen durchgeführt hat und da rumgespielt hat. Aber natürlich auch ist dieses Kapitel irgendwie, ja, auch irgendwie so ein bisschen der Inbegriff dessen, was Drakengard 3 so ein bisschen ausmacht. Auch wenn ich jetzt viel rumgemeckert habe, irgendwie ergibt es so im Nachgang alles so ein bisschen Sinn. Also du hast dieses Arena-Knüppel, wo, glaube ich, auch einfach das Problem ist, ich bin in Drakengard 3 bisher mit Schwertern generell nicht warm geworden. Und ihre Scheren gelten ja streng genommen als Schwerter. Rumknüppeln. Anzügliche Sexwitzchen. Und wenn du dir gerade schon denkst, boah, das ödet mich jetzt hier gerade irgendwie alles so ein bisschen an, dann kommt irgendwie aus dem toten Winkel plötzlich ein Ding, wo du denkst, okay. Also tatsächlich muss ich sagen, Vers 4 hat es für mich ein bisschen rausgeritten, eben weil wieder so ein bisschen Meta-Kommentar, ne? Also man hat sich halt durch diese Monster durchgeschnetzelt und ja, ich hatte es ja selber gesagt, ne? Also, ja. Oh, hier mal Monster, da mal Monster, okay, ist okay, ja, sie hat halt ein bisschen mit Ogern rumgespielt oder mit Imps, aber die sind eh scheiße und haben rumgenervt in der Kampagne, also, nee. Und dementsprechend nimmt man dieses, ja, ich spiele einfach mit Lebewesen rum und mache sie zu meinen kleinen Püppchen. Und sie so, ist egal, bis du dann plötzlich diese Elite-Gigas da am Ende hattest. Der Punkt ist natürlich, dass sie selbst an Menschen rum experimentiert hat, aber vielleicht müssen wir diesen Zusatz an Menschen gar nicht dazu nehmen, sondern einfach sagen, ja, diese Drum-Experimentiere ist halt schon vom Start weg her ein bisschen gestört. Nur, dass halt mit diesen Elite-Gigas-Mensch-Gigas-Hybriden das noch ein bisschen deutlicher gemacht wird und auf eine erstmal dann fassbarere Ebene geholt wird, ne? Naja. Ganz schön kaputt, die Alte. Wenn man das mal so sagen darf. Gucken wir mal, was aus ihren Memoiren zu ziehen ist. Meine Erinnerung. Traurig und arbeitslos?
Okay. Meine Grenzschützereinheit hat heute die Nachricht erhalten, dass der Fürst tot ist. Ehrlich gesagt ist das keine Überraschung. Wir haben alle davon gehört, wie mächtig diese Intoners sind, gegen die wir kämpfen. Obwohl unsere kleine Grenzpatrouille bis zum heutigen Tage noch keine Intonerin getroffen hat. Zum Glück. Um ganz ehrlich zu sein, niemanden von uns kümmert es, dass der Fürst beseitigt wurde. Wir machen uns natürlich Sorgen darüber, wo denn jetzt unsere nächste Mahlzeit herkommen wird. Aber um ganz ehrlich zu sein, war er schon ein ziemliches Arschloch. Hoffentlich wird unser nächster Fürst ein besserer sein. Okay, also, das scheint offensichtlich jetzt nicht die Erinnerungen von Lady Three zu sein. Sondern eines Soldaten. Falling in love. Bin dabei, mich zu verlieben. Heute haben wir unseren neuen Fürsten getroffen. Naja, das Wort Fürst trifft es eigentlich nicht wirklich. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das richtige Wort dafür wäre. Es ist kompliziert. Wir Soldaten versammelten uns auf einer Lichtung und unser neuer Fürst, Lady Three, kam zu uns. Wir haben alle geschwitzt wie die Irren. Sie ist jünger, als ich es erwartet habe, und kleiner und auch süßer? Es ist ziemlich schwer, sich vorzustellen, dass dieses Mädchen uns jetzt führen wird, aber na, so ist es nun mal. Die meisten der Männer haben sich umgehend Hals über Kopf in sie verliebt, und ich war da keine Ausnahme. Sie ist in der Tat wirklich liebreizend. Der absolute Renner. A total riot. Und so würde ich das zumindest übersetzen. Würde man sagen, dass Lady Three beliebt ist, dann wäre das eine absolute Untertreibung. Soldaten reißen sich regelrecht den Arm und ein Bein aus, um ihre Leibwache zu werden oder ihr Kammerdiener oder ihr was auch immer. Den alten Veteranen gefällt das nicht, aber gepfiffen auf die. Zur Hölle, es ist wirklich gut, mal eine charismatische Anführerin zu haben. Durch diesen Umstand kämpfen wir noch viel, viel entschlossener als jemals zuvor. Ich muss jedoch sagen, dass Lady Three ein wenig merkwürdig ist. Sie nimmt unsere Essensreste, sie bewahrt Bärte und abgeschnittene Haare der Männer auf und verbringt den ganzen Tag damit, Insekten zu zählen. Vielleicht realisiert sie ja, dass diese Dinge sie nur noch umso attraktiver machen. Naja, da haben wir genau den Punkt, was ich vorher auch bemängelt hatte, ne? Aber sie verhält sich so mysteriös. Aufrichtige Hingabe. Die Einheit ist nervös. Es kursieren Gerüchte, dass Lady Three an menschlichen Versuchsobjekten experimentiert. Wie es scheint, bekämpft unsere Lady eine Frau namens Zero und es läuft nicht sonderlich gut. Das ist nur das, was ich von den Männern gehört habe, aber es fühlt sich irgendwie richtig an, als sei da was dran. So oder so, diese Zero ist ein wirklich, wirklich übler Charakter. Also verbessert Lady Three Soldaten, um zu versuchen, die Chancengleichheit wiederherzustellen. Die Leute sind ziemlich in Aufruhr deswegen, aber ich nicht. Ich werde tun, was auch immer nötig ist, um sicherzustellen, dass Lady Three siegreich ist. Es ist ja nicht so, dass ich irgendetwas anderes hätte, für das es sich zu leben lohnen würde. In love. Verliebt. Heute sah ich, wie Lady Three aus ihrem Zelt taumelte und dabei nur ihre Schlafsachen trug. Ich rief ihr etwas zu, um zu sehen, ob sie in Ordnung war. Und da lehnte sie sich zu mir und flüsterte, nun mach schon. Ich erinnere mich nicht mehr an viel von dem, was danach kam. Ihre Hände waren sehr kalt, als sie mich in ihr Zelt führte, aber ihre lilienweiße Haut war wie Porzellan. Sie roch nach reifen Früchten und Sommer und... Nein, ich muss aufhören damit. Meine Worte würden dem, was dann geschah, nur einen schlechten Dienst erweisen können. Meine Lady, oh meine Lady... Warum von all den Menschen ausgerechnet ich? Ein erwachsener Hirnnerv. Lady Three hat mich seit jenem Tag ignoriert. Schlussendlich habe ich meinen Mut zusammengenommen und sie angefleht, dass sie mich als nächstes verbessern möge. Aber sie hat direkt durch mich hindurch gestarrt und nur gesagt, dein Gehirnnerv ist nicht erwachsen genug. Was bedeutet das? Was ist denn falsch mit mir? Stündlich verschwinden Soldaten aus unserer Einheit und werden fortgeführt, um verbesserte Soldaten für unsere Lady zu werden. Wenn ich daran denke, dann werde ich so eifersüchtig, dass ich mich übergeben muss. Ich bin der Einzige, den sie nicht anrührt. Der Einzige, den sie einfach nicht verbessert. Einige der Männer, die sie auswählt, flüchten tatsächlich vor lauter Schrecken,
was meine Wut allerdings nur noch vertieft. Sie befürchten Schmerz? Sie befürchten Folter? Mein gesamtes Leben ist Schmerz und Folter an jedem einzelnen Tag, an dem sie mich zurückweist. Ich wünschte, ihr hättet mich niemals mit eurer Liebe gesegnet, meine Lady. Ich wünschte mir wirklich, dass dieser Schmerz in meiner Brust enden würde. Ich wünschte, dass ich tot wäre. Zero, Three, irgendjemand, ganz egal wer, macht einfach, dass es aufhört. Der größte Tag aller Zeiten. Endlich, mein Tag ist gekommen. Die Macht von Lady Three's Lied wird mich zu einem besseren Mann machen, einem stärkeren Mann, einem perfekten Mann. Mein Körper steht schier kurz davor, vor lauter Freude zu explodieren. Also ist es eine gute Sache, dass sie einen enormen, riesigen neuen Körper für mich vorbereitet hat. Ich war etwas Besonderes. Ich war auserwählt. Sie erwählte mich dazu, das zu sein, was sie einen Zyklopen nennt. Allein dieses Wort zu hören, lässt mich erschaudern. Lady Three sagt, dass dieses Wort von einem Giganten aus den Legenden herstammt. Zyklop. Dieser Name hat einen noblen und doch zugleich unheilvollen Ton. Und ich kann nur hoffen, dass mein neuer Körper diesem Namen gerecht wird. Ich werde ihr für immer und ewig dienen. Ich drei denk. Weiß nicht, wie viel Zeit vergangen. Kein Gefühl für Zeit. Alles in Tonerland zerstört. Sie reden von Imperium oder Föderation oder mich interessiert nicht. Lady Three Weile nicht gesehen. Aber okay, ich bin okay. Ich schwöre Glaube an sie für immer, also sehe, gucke, fühle Lady Three nahe meiner Seele. Ui, ja, da hat dann Lady Three ihren großen Verehrer dann offensichtlich zum Zyklopen gemacht. Yeah, fuck her, I say. Good riddance. Das ist ganz lustig. Es ist ein bisschen wie modernes Wählen, ob in Amerika oder in Deutschland. War ja die große Frage, ja, ist Zero jetzt eine von den Bösen? Ist sie wirklich quasi die moderne Geisel von Midgar? Ist das eigentlich total verbrecherisch, was sie macht? Und naja, ihre Taten sind ja auch so, und ihre Blutlust und ihre Gleichgültigkeit, mit der sie irgendwelche Leute abschnitzelt. Und der einzige Grund, warum sie sukzessive so wirkt, als hätten ihre Taten dann doch bedeutend Sinn gemacht, ist einfach, wenn wir uns jetzt mit Detail mal so ein bisschen mit den Entonern auseinandersetzen und denken, ja, das waren ja wirklich gütige Göttinnen, nicht wahr? Also zumindest zum allergrößten Teil. Bei One, die schien ja zumindest erstmal auf dem Stand, wo wir sie jetzt haben, ihre Absichten gehabt zu haben, aber 543? Naja. Ob sich diese Serie dann fortsetzen wird mit Lady 2, der letzten Intonerin, zumindest in dieser DLC-Session. Wie gesagt, den Zero-DLC, den heben wir uns noch ein bisschen auf, genauer gesagt fast bis zum Ende, aus Spoilergründen. Ja, aber eine haben wir, wie gesagt, noch, das wird dann 2 sein. Mal gucken, wie die so drauf ist. Da haben wir ja im Hauptspiel sie ja nur noch im katatonischen Zustand angetroffen. Und den Ärger, den wir gehabt haben, hatten wir primär mit Sand gehabt. Bin schon gespannt, was bei ihr so rumkommt. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, wie immer, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis denn.